Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Batman. Ein richtig heiß erwarteter, großer Blockbuster, der echt gut geworden ist. So viel kann ich schon mal verraten, aber was er im Detail kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Wer ist der Schnauzbart mit der gebrochenen Nase? Das ist Kenzie, Drogenfando. Jemand ein paar anderen bin ich in der Iceberg Lounge begegnet. Sie meinen, Kenzie arbeitet nebenbei für den Penguin? Oder nebenbei als Cop? Seit 2 Jahren ist Bruce Wayne in Gotham City unterwegs als Batman. Und wir sind hier wirklich zu der Anfangszeit dabei. Er ist sozusagen eher noch mehr der Detective. Also er will Sachen herausfinden und halt Leuten helfen. Und es ist weniger diese riesengroß angelegte Action wie in den vorherigen Teilen. Dementsprechend ist das Ganze auch wesentlich langsamer erzählt, aber dennoch richtig gut und spannend. Es ist im Grunde so eine Art Detektivgeschichte, wo es eben aber auch um die klassischen Charaktere geht. Wir haben den Pinguin mit dabei, wir haben mit dem er zusammenarbeitet, nämlich James Gordon. Und die beiden versuchen eben dem Riddler auf die Spur zu kommen, denn der ist sozusagen in diesem Film der Hauptbösewicht. Und es geht eben darum, dessen Rätsel zu lösen und das auch wirklich im Detail. Wie kommen sie auf einzelne Sachen? Und das ist wichtig, weil es wirkt oftmals in solchen Filmen, sie kommen viel zu leicht auf die Lösung und hier wird sich Stück für Stück alles schön erarbeitet. Es wird sich Zeit für Figuren genommen, es werden Figuren nach und nach eingeführt, sie kriegen nach und nach mehr Screentime und auch Batman zeigt man hier oder Bruce Wayne zeigt man hier in vielen verschiedenen Facetten. Also sehr schön erzählt. Das Problem ist ein bisschen die Länge. Der Film nutzt die Länge sehr gut aus, indem er sich manchmal wirklich schön Zeit lässt. An anderen Stellen ist es aber auch so, dass die Länge in einem sehr unbequemen Kinosessel etwas ja anstrengend sein könnte. Dementsprechend, wenn ihr euch den Film anschaut, lasst euch wirklich voll auf die Länge ein und sucht euch ein Kino, wo ihr definitiv schön bequem sitzen könnt. Das kann ich schon mal sagen, aber storytechnisch, erzählerisch sehr schön geworden. 4 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel. Die Besetzung ist echt gut geworden. Ein paar kleine Ausfälle gibt's, aber fangen wir erstmal mit dem Hauptdarsteller an, Robert Pattinson. Der zeigt ja mal wieder, dass er schauspielern kann. Er kommt wenig aus sich richtig groß heraus. Aber das, was man an Emotionen bei ihm sieht, das nehme ich ihm ab. Das funktioniert gut. Er ist auch physisch einfach definitiv passend für die Rolle. Auf der anderen Seite haben wir auch zum Beispiel Zoe Kravitz als Catwoman sozusagen mit dabei. Allerdings war ich anfangs skeptisch. Funktioniert das bei ihr? Aber so nach und nach wächst sie in die Rolle rein und wird richtig gut darin. Und da sieht man auch mal, dass sie gut schauspielern kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch andere bekannte Gesichter mit dabei, wie zum Beispiel Jeffrey Wright als James Gordon. Aber wer so klassisch an einigen Stellen ist, aber ich fand den Pinguin aus der Serie an sich besser, aus der Serie Gotham, nämlich hier haben wir Colin Farrell als den Pinguin. Der ist so klassisch, wie man den Pinguin aus einigen anderen Filmen und ja, aus den Zeichentrick oder den Comics kennt, da so richtig typisch, wie halt der Pinguin auch ist. Und das macht er ebenfalls sehr, sehr gut. Also der Cast ist gut. Es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel Andy Serkis als Alfred, den ich nicht so überzeugend fand, aber insgesamt hohes Niveau, gut geworden, 4 von 5 Punkten. Jetzt komme ich zur Technik und ich muss sagen, der Film ist technisch eine Wucht. Er sieht unfassbar gut aus. Die ganze Szenerie, wie sie das Ganze umgesetzt hat, wie Gotham aussieht, das ist genau so, wie man sich Gotham vorstellt. Und das ist so eine richtig interessante Mischung. Es ist nicht ganz New York, aber es ist ähnlich wie in den Videospielen, wo es sehr, sehr gut umgesetzt ist, die Stadt. Und es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Es ist vom Kamerabild her immer toll. Wir haben richtig gute, packende Action, Kämpfe, die größtenteils auch mit längeren Einstellungen arbeiten, um dem Geschehen besser folgen zu können. Also choreografiert richtig gut, es macht Spaß, es ist super toll inszeniert. Der Sound, der wummert, nur gute musikalische Untermalung, mega gut geworden. Also technisch ist das Ding einfach eine Wucht. 5 von 5 Punkten. Dementsprechend komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, The Batman ist ein echt richtig guter Film geworden. Ich war anfangs nicht skeptisch, aber ich habe mich jetzt nicht so übelst drauf gefreut, weil ich sozusagen nicht unbedingt so der Arthouse-Fan bin und es wirkte am Anfang immer so, dass es etwas in die Arty-Richtung geht. Aber der Film hat eine sehr schöne Film-Noir-Note mit drin. Das Ganze ist immer wieder mal mit guter Action gemischt, also dass es nie langweilig wird. Es ist interessant, was den Kriminalfall sozusagen angeht, das Rätsellösen und so. Also eine sehr, sehr gute Mischung von allen. Dazu kommt das gute Schauspiel und die hervorragende Technik.
Ey, für alle Leute, die sich ansatzweise dafür interessieren, klare Empfehlung, 5 von 5 Punkten, richtig, richtig guter Film geworden, den man sich definitiv auf der großen Leinwand anschauen sollte. Mal gespannt, wie das vielleicht in HDR und Dolby Cinema aussieht. Dementsprechend, ja, sehr schöner Film geworden, insgesamt dann auch solide, richtig gute Wertung mit 18 von 20 Punkten. Wow, eine meiner, ja, bestbewertetsten Filme. Klare Empfehlung meinerseits. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!